Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zur Update-Info vom 3. Februar 2016. Ja, questtechnisch sieht es diesmal wieder etwas mau aus, dafür bringt das Update andere praktische Dinge mit sich. Ich fange erstmal mit dem Offensichtlichen an, der Schnee ist weg, das Gras guckt wieder durch, der Frühling ist angebrochen in Jorvik und der Schnee verabschiedet sich bis zum nächsten Winter. Auf der Sunfield Farm gibt es putzige kleine Kätzchen für eure Satteltasche zu kaufen. Falls ihr also ein neues Tier haben möchtet, solltet ihr da auch mal vorbeischauen. Aber Achtung, kurze Info, bevor ihr euch diese süßen kleinen Kätzchen kaufen könnt, müsst ihr Feyer erst bei einer Quest helfen. Aber kommen wir jetzt zum Praktischen. Natürlich gibt es wieder neue Ausrüstung in der Shopping Mall diese Woche. Und ab sofort könnt ihr die neuen Artikel nach neuem sortieren. Das heißt, alles was neu ist, da steht ein gelbes New dran und ihr müsst nicht mehr großartig herumrätseln, was ist denn jetzt neu. Das ist super praktisch, dicker Daumen nach oben von mir. Das war's dann aber auch schon wieder für diese Woche. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch das Update gefällt, was haltet ihr von der neuen Option und kauft ihr euch ein kleines Kätzchen? Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal.